Thomas von Steinecker ist in Traunstein geboren. Er ist promovierter Literaturwissenschaftler, arbeitet als freier Journalist, Schriftsteller und Regisseur und erhielt schon einige Auszeichnungen, darunter den Aspekte Literaturpreis. Dieses Jahr ist er für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert mit seinem Buch Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen. Das ist sein vierter Roman und die Geschichte einer Versicherungsmaklerin, die beruflich erfolgreich Risiken versichert, aber dann plötzlich selber in Unsicherheiten gerät und nicht mehr ganz entscheiden kann, was ist Realität und was Illusion. Herzlich willkommen, Thomas von Steinecker. Hallo, hallo. Danke, danke, danke. Wenn man so einen langen Titel hört, das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen, ich muss dabei immer ein bisschen langsamer werden, dass ich den auch fehlerfrei hinkriege, dann drängt sich mir die Frage auf, muss man tatsächlich aufhören, sich Sorgen zu machen, um anfangen können zu träumen? Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist ein Titel, der halt genau auf die Hauptfigur, die Geschichte der Hauptfigur erzählt, die in der ziemlich genau die erste Hälfte des Buches sich eben große Sorgen macht und in ständiger Angst lebt und in der zweiten Hälfte des Buches versucht, von diesen Ängsten loszukommen. Und das hat eben mit Träumen zu tun, weil sie in der ersten Hälfte des Buches gewisse Dinge nicht zulassen möchte. Sie möchte zum Beispiel nicht an ihre tote Mutter denken, von der sie Angst hat, dass sie ihr im Traum erscheint. Und im zweiten Teil des Buches löst sie sich zunehmend davon und fängt eben auch wieder an zu träumen, und für sie ist das dann auch so eine Befreiung, dass sie wieder träumen kann, was sie im ersten Teil nicht konnte. Ein zweites großes Thema neben den Träumen, also es gehört mit Sicherheit auch zusammen, ist ja diese Versicherungswelt. Eine knallharte Branche, also wer nicht Höchstleistungen bringt, der fliegt dann, und wer nicht selber mitspielt und unglaublich skrupellos ist, der fliegt genauso. Wie ist das tatsächlich so, dass es diese Welt gibt? Haben Sie die so vorgefunden? Wie haben Sie das recherchiert? Ja, ich denke, das ist offensichtlich, dass diese Welt existiert. Halt kommt immer darauf an, wie man sie wahrnimmt. Also auch in Bereichen, wo man meint, dass diese Art von Skrupellosigkeit und täglichem Druck nicht existiert, kann man ihn doch wahrnehmen. Also auch im künstlerischen Bereich ist es ja dasselbe. Also wir befinden uns eigentlich überall in verschiedenen Haifischbecken. Und in der Finanzwelt ist es natürlich am deutlichsten und in der Versicherungswelt. Und was die Frage nach der Recherche betrifft, habe ich jetzt nie in einer Versicherung gearbeitet. Das nicht, aber ich habe schon Gespräche geführt und Bücher gelesen und mich da schlau gemacht, wobei es kommt ja nicht drauf an, irgendwie ein journalistisches Buch über die Versicherungsbranche zu schreiben, wo alle Fakten stimmen, sondern es kommt letztlich darauf an, den Effekt der Realität zu erzielen. Wenn man jetzt alles eins zu eins schildern würde, was in der Versicherungswelt passiert, das wäre, glaube ich, ziemlich ermüdend und könnte man auch, wenn man kein Vorwissen hat, nicht wirklich verstehen, die ganzen Begriffe. Deswegen ging es darum, das ein bisschen zu überspitzen und zu verdichten. Mich haben die Beschreibungen aber schon wirklich begeistert. Die sind ja auch sehr genau. Zum Beispiel dieses Wetten um Katastrophen. Also in dieser Firma wird ja gewettet, wo die nächste Katastrophe passiert. Und wer recht hatte, der gewinnt. Oder zum Beispiel misst man ja auch den Erfolg, also den Wert eines Menschen an dem teuren Gemälde, das in seinem Büro hängt, also den Wert des Gemäldes, oder die Uhr am Handgelenk. Haben Sie solche Sachen tatsächlich auch so gefunden? Nee, das sind diese Sachen, von denen ich gerade gesprochen habe, der Verdichtung und Zuspitzung. Also, wobei es manchmal durchaus passiert, dass Sachen, die man sich vorgestellt hat und die einem vollkommen absurd erscheinen, dann komischerweise der Realität entsprechen. Ich habe zum Beispiel eine Stelle eingefügt, kennen vielleicht einige von Ihnen, haben das mitbekommen, die Ergo-Versicherung hatte vor einigen Jahren so eine Incentive-Reise für die besten Vermittler nach Budapest organisiert, wo die tatsächlich so eine Flatrate hatten für einen Bordellbesuch als Belohnung. Wo man jetzt sagen würde, okay, das ist aber ein total übles Klischee des Versicherungsvermittlers, genauso stellt man sich's vor und das kann gar nicht der Wirklichkeit entsprechen. Und es entspricht eben der Wirklichkeit, und das habe ich dann wiederum in meinen Roman eingebaut, genauso
diese Episode. Hat Sie das dann noch schockiert so? Also sind Sie noch auf Sachen gestoßen, die Sie noch wirklich schockiert haben? Also diese Destruktivität dieser ganzen Welt? Ja, so richtig schockiert hat mich nichts mehr, weil ich dem, ist ja nicht nur so, dass man in der Versicherungsbranche dem Menschen alles zutraut, sondern auch im wirklichen Leben, im Guten wie im Schlechten, sage ich mal, ist beim Menschen alles möglich. Wie ist es denn? Ich habe mir gedacht, die Literaturbranche, die ist ja nun auch ein sehr hartes Gewerbe. Finden Sie da Parallelen oder gibt es auch überhaupt Parallelen zu unserer ganzen Welt? Steht das eigentlich, dieses Versicherungsunternehmen Kavere in Acht nehmen, heißt es ja, steht das eigentlich für unsere komplette Gesellschaft? Eigentlich schon, ja. Wir befinden uns ja in einem Zustand der durch Ökonomisierung, in dem alles daraufhin beurteilt wird, inwieweit es ökonomisch relevant ist und inwieweit es einen Nutzen bringt. Das ist ja in allen Bereichen so, auch in den Bereichen der Kunst. Ist ja nicht so, dass Gerhard Richter, der Maler, jetzt unbedingt so berühmt ist, weil seine Gemälde so toll sind. Das, klar sind die gut, aber weil er eben weil seine Gemälde die teuersten sind, die es zurzeit gibt. Und diese Durchökonomisierung findet man in allen Lebensbereichen, auch in Lebensbereichen, wo man es jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Deswegen ist das natürlich symptomatisch für unsere Zeit, würde ich sagen, die Versicherungsbranche. Kommen wir mal zu der Hauptfigur. Die interessiert mich auch noch sehr stark. Sie haben ja als Hauptfigur Renate Meißner eine Frau gewählt, die auch aus der Ich-Perspektive schildert. Die ist 42. Und würden Sie sie selber vielleicht noch mal in ein paar Adjektiven beschreiben? Zielorientiert, verbissen, zugleich sehnsüchtig, romantisch. So, mehr fällt mir jetzt eigentlich gerade spontan nicht ein. Mir sind noch ein paar andere Sachen aufgefallen. Ja. Nur zu. Die sind ein bisschen mehr am Buch sozusagen, tablettensüchtig. Ja, aber also süchtig sind wir alle. Das ist ja auch wieder nur so eine Verdichtung. Ob man jetzt raucht oder am Abend ein Bier trinkt oder ob man da jetzt eine leichte Schlaftablette nimmt, ich sehe da ehrlich gesagt keinen so riesigen gravierenden Unterschied. Natürlich ist das eine Überspitzung, aber süchtig sind wir alle nach irgendwas. Okay, gut, dann haben wir Sie aber jetzt, glaube ich, schon ganz gut charakterisiert. Was mich jetzt interessiert, Sie haben eine Frau als Ich-Erzählerin genommen, sind aber natürlich nun selbst nicht in dieser Position. Ja, ich bin ein Mann, ja. Gut, dass wir das nochmal klargestellt haben. Ich als Frau hatte dann schon so ein bisschen, ich war interessiert durchaus, na, kann man das eigentlich, dass man sich da so gut einfühlt, weil so auf den ersten Seiten erscheint mir die schon sehr genau getroffen auch. Haben Sie sich da ein Vorbild genommen oder wie sind Sie denn überhaupt drauf gekommen? Na, mich hat schon diese Herausforderung gereizt, eine Mission Impossible zu machen, dass man eben, die meisten Autoren beschreiben ja, also deren Figuren sind immer sehr nah an sich selber, was auch vollkommen legitim ist, das kann man eben am besten beschreiben und mich reizt es immer, möglichst weit weg von mir selbst zu gehen, also aus der Perspektive von Greisen zu schreiben oder interessant wäre auch mal ein Buch aus der Perspektive eines Hundes oder so etwas und jetzt ist es eben eine Frau, okay, die Überleitung ist vielleicht etwas schwierig, aber und das war eben eine Mission Impossible. Es gab jetzt in dem Sinne kein konkretes Vorbild, wobei es schon, ich habe mich schon so umgeschaut, ich habe sehr viel Lifestyle-Magazine gelesen, lesen müssen, Gala, Bunte und so weiter. Also es gibt natürlich so den Typus Miriam Meckel, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Eben die taffe Karrierefrau, die dann auch sinnigerweise dann vor ein paar Jahren das Buch geschrieben hat, Brief an mein eigenes Leben oder so ähnlich heißt das, wo sie ihre Erfahrungen mit ihrem Burnout beschreibt. Und das ist natürlich schon so für mich der Typ von Frau, der Renate Meißner am ähnlichsten ist. Sind Sie jetzt ein Frauenversteher? Das müssen Sie beurteilen. Ja, ich fand schon sehr vieles erschreckend gut getroffen. Ja. Dann bin ich wohl einer. Aber es gibt ja verschiedene Typen von Frauen. Insofern, das ist ja so die klassische Karrierefrau. Schon alleine das deswegen. Jetzt erkannt zu haben.
Also eine Mission Impossible war es nicht, muss ich sagen. Also sie war durchaus possible. Okay, danke. Ich habe gerade zugehört, als meine Kollegin Susanne Fröhlich im Interview hatte. Und ja, sie hat gesagt, Frauen wollen an allen Fronten gewinnen. Das ist immer noch so. Ja, Männer auch, ne? Ja, ich wollte Sie gerade fragen, haben es Frauen in dieser Welt gerade schwerer oder gibt es da Unterschiede? Jetzt kommen wir ein bisschen ab vom Buch, das ist ein bisschen schwierig. Also ich bin ja nicht der Frauenexperte, aber... Gerade in Ihrem Buch so hat es jetzt Renate Meisner, ich finde schon, dass was damit zu tun hat, hat es Renate Meisner wirklich schwerer in dieser Welt zu bestehen als ihre männlichen Kollegen? Es ist natürlich offensichtlich, dass es in den Chefetagen, dass in Chefetagen die Luft für Frauen dünner ist als für Männer. Das ist, liegt ja auf der Hand und dass da gewisse paranoide Züge vielleicht dann entwickelt werden von einer Frau, die sich ständig fragt, bin ich jetzt hier nur, weil ich eine Quote erfülle oder wegen meiner tatsächlichen Kompetenzen. Dieser Gedanke tritt häufiger bei Frauen in Chefetagen auf, glaube ich, als bei Männern, die sich nicht so hinterfragen müssen und auch nicht immer wieder auf ihr Geschlecht so angesprochen und reduziert werden wie Frauen. Dann würde ich jetzt sagen, jetzt haben wir schon über den Handlungsort sozusagen gesprochen und über die Hauptfigur. Jetzt wollen wir auch was hören. Also ich kann so 10 Minuten jetzt mal lesen. Ist es okay, ja? Aus dem Alltag der Renate Meisner. Es beschreibt so ein bisschen den Versicherungsalltag. Sie können jetzt ein Standmikro bekommen oder nicht? Nee, ich mach das so. Das oder nicht? Ich kann das so, ja. Danke. Sie arbeitet in der Versicherung Carvere, sage ich noch dazu. Ich war bereit, meine Vermittlerqualitäten unter Beweis zu stellen. Nach über 10 Jahren Berufserfahrung wollte ich mehr. Ich war hungrig. Ich holte meinen 11.15 Uhr Kunden am Empfang ab. Im Korridor kam mir Serdar mit einem Kunden entgegen. Scherzend unterhielt er sich mit ihm auf Türkisch. Im Büro fragte ich meinen Kunden, wie kann ich Ihnen helfen? Die Anmeldemaske, in der unter Punkt 2 das Anliegen des Kunden vermerkt war, flimmerte. Ich wollte es aus seinem Mund hören. Ich schob ihm eine Broschüre zu und kreiste mit dem Kugelschreiber die Zahl 100% ein. Das Verkaufsgespräch gelassene Broschüre und notierte mir auf einem Post-it den Namen des Kunden mit dem Vermerk Nachhaken. Ich ordnete die beiden Stifte, die auf meinem Schreibtisch lagen, in einem 90-Grad-Winkel zueinander an, weil ich plötzlich der festen Überzeugung war, dass ich, wenn dies nicht geschehe, an diesem Tag zu keinem Abschluss kommen würde. Ich goss die Grünlilien. Ich traf Serdar in der Teeküche und fragte, und? Er sagte, was und? Ich fragte, wie läuft's denn so? Er sagte, same, same. Ich erhielt den Anruf eines Kunden, der mich von einem Schadensfall unterrichtete. Überaus freundlich antwortete ich, meine Vorgängerin Frau Sandmann sei nicht anwesend. Ich öffnete die Maske des Schadensprotokolls und ging sie mit dem Kunden durch. Unter Punkt 3 befanden sich zu wenige Leerzeilen. Der Hergang musste auf einem gesonderten Blatt notiert werden. Ich verabschiedete mich überaus freundlich mit den Worten, wir werden uns bei Ihnen zeitnah melden. Nach dem Gespräch überprüfte ich, ob es sich um einen Premium- oder einen B1-Kunden handelte und leitete, da dies nicht der Fall war und ich über keinerlei zusätzliche zeitliche Kapazitäten verfügte, die Meldung einem Schadensregulierer weiter. Ich ging an den Empfang, sah auf die Wanduhr neben dem Lift und kehrte wieder in mein Büro zurück. Im Dienstagsmeeting wies Scholz, Serdar, Martin und mich an, besonders auf das Cross-Selling des im Sommer neu eingeführten Carvere-Produkts Paket X zu achten. Es sei unser Sorgenkind. Im Mittwochsmeeting begrüßte mich ein Vermittler aus der Zentrale, dem ich bis dahin noch nicht begegnet war, mit den Worten, das ist also der neue Vermittler. Ich überlegte das gesamte Meeting über, ob es nicht ratsam gewesen wäre, den Satz mit der Bemerkung aller und Sie sind also meine neue Kollegin zu parieren, um von Anfang an deutlich zu machen, dass ich Sachen hörte. Ich entschied mich dagegen. Normalerweise reagiere ich nicht über. Ich verstehe Spaß. Ich überlegte, ob ich die beiden Stifte, die auf meinem Schreibtisch nebeneinander lagen, in einem 180-Grad-Winkel zueinander anordnen sollte, weil ich in diesem Moment das Gefühl hatte, dass ich dann und nur dann diese Woche noch einen B1-Abschluss machen würde, und ermahnte mich noch im selben Augenblick, nicht wieder ähnlich abergläubisch zu werden, wie ich es als Mädchen gewesen war, als ich, wenn meine Eltern weggefahren waren, glaubte, 10-mal die Treppe rauf und runter gehen zu müssen, damit meine Mutter und mein Vater heil wiederkehren würden. Andernfalls würden sie tödlich verunglücken. Im Donnerstagsmeeting nahm der Vermittler aus der Zentrale vom Mittwoch wieder teil. Er war überaus freundlich.
Im Lauf des Meetings überlegte ich, ob sein Verhalten mir gegenüber nicht besonders perfide war, indem er nur überfreundlich tat, sich aber in Wirklichkeit mir gegenüber weiterhin im ironischen Modus befand. Ich beschloss, auf der Hut zu sein. Ich war hungrig. Ich goss die Grünlilien. Ich ordnete die beiden Stifte auf dem Schreibtisch in einem 180-Grad-Winkel zueinander an. Ich holte meinen 11.30 Uhr Kunden am Empfang ab. Die Frau hieß, wie ich erst jetzt feststellte, Renate Meißner. Als ich mich ihr vorstellte, schaute sie irritiert. Ich sagte, das sei kein Witz. Sie sagte, das sei ja lustig. Ich kontrollierte, ob die beiden Stifte in einem 180-Grad-Winkel zueinander lagen. Im Korridor kam mir Serda entgegen. Er starrte auf einen unsichtbaren Punkt, lachte und führte gerade offensichtlich ein Kundengespräch. Er war allein, er gestikulierte, er sprach in ein Headset. Im Büro fragte ich den Kunden, wie kann ich Ihnen helfen? Die Anmeldemaske, in der unter Punkt 2 das Anliegen des Kunden vermerkt war, flimmerte. Im Verlauf des Beratungsgesprächs erwies sich der Kunde als ein sogenannter Performer. Ich schob ihm eine Broschüre zu und unterstrich mit dem Kugelschreiber die Wörter Sicherheit und Vorteile und die Zahl 49%. Ich empfahl das Kavere-Paket X. Der Kunde tat so, als hätte er mich nicht gehört. Der Abschluss blieb hinter den Erwartungen zurück. Überaus freundlich lächelnd begleitete ich den Kunden zum Empfang zurück. In meinem Büro notierte ich mir auf einem Post-it den Namen des Kunden mit dem Vermerk Nachhaken. Ich ging die weiteren Termine der Woche durch. Es befand sich kein potenzieller B1-Kunde darunter. Im Mittwochsmeeting verglichen wir die Abschlüsse der vergangenen Woche. Scholz wies Serda, Martin und mich an, auf das Cross-Selling des im Sommer neu eingeführten Paket X besonders zu achten. Es sei unser Sorgenkind. Ich holte meinen 17.15 Uhr Kunden am Empfang ab. Ich studierte Edward Hoppers Sonne in einem leeren Zimmer auf der gegenüberliegenden Wand. Ich holte meinen 14.30 Uhr Kunden am Empfang ab. Ich holte meinen 9.45 Uhr Kunden am Empfang ab. Ich verfügte über keinerlei zusätzliche zeitliche Kapazitäten. Ich aß ein Ballisto mit Waldbeerengeschmack. Vielen Dank. Soweit. Sehr schön. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben und was man jetzt auch natürlich nicht hören konnte, sind die Fotos im Buch. Ja. Genau. Sie haben auch promoviert über, ich sage jetzt mal grob, Fotos. Also Bilder in Büchern. Über fotografische Abbildungen in erzählenden Texten. Genau, richtig. Und haben jetzt auch selbst welche eingefügt. Genau. Was können Bilder, was der Text nicht kann? Ja, einerseits haben Fotos den Ruf, dass sie eben authentischer wirken als Texte. Dass, wenn man ein Foto von etwas macht, gilt es als Beweis, dass man da war, sage ich mal. Ein stärkerer Beweis, als wenn man jetzt nur schreibt und behauptet, man sei da gewesen. Und es, durch Fotos entsteht sowas wie Anschaulichkeit. Also es gibt sehr viele Diagramme und Statistiken in dem Buch. Das kann man natürlich, ein Text kann niemals den Grad von Anschaulichkeit erreichen, den ein Foto erreicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Foto von Angela Merkel sehe, wie sie im Herbst 2008 zusammen mit Peer Steinbrück vor die Mikrofone tritt und eben das Rettungspaket verkündet, dann ist das wesentlich anschaulicher, als wenn ich das jetzt nur so hinschreiben würde. Und hinzu kommt, dass dann in dem Buch auf der nächsten Seite sieht man so ein Diagramm von einer Studie von Princeton, wo man einen Kopf sieht, der darstellt, wie man gucken muss, um vertrauensvoll zu wirken. Eben Mundwinkel höher stellen, Augen ein bisschen verengen, und das kann man dann vergleichen mit Angela Merkel und Peer Steinbrück auf dem Foto davor und kann seine Schlüsse ziehen. So, das kann ich mit Text nicht machen, aber eben mit Bildern. Alles klar. Sie sagen gerade, dass Bilder behaupten, also die Funktion haben, dass sie realistisch sind. Im Buch funktioniert das aber ja nicht mehr eigentlich. Also Renate Meißner, muss man vielleicht dazu sagen, macht diese Fotos zum großen Teil mit ihrem BlackBerry, das sie eigentlich ständig mit hat. Und eigentlich macht sie ganz viele von diesen Bildern ja, um zu beweisen, dass sie etwas gesehen hat, um sich das nochmal in Erinnerung rufen zu können. Funktioniert aber gar nicht mehr. Naja, sie wird eben ein bisschen paranoid. Sie glaubt nach und nach, dass alles in ihrem Leben in einem Zusammenhang steht, im Guten wie im Schlechten. Also, dass sich in der Firma tatsächlich alle gegen sie irgendwie verschworen haben und dass in ihrem Privatleben plötzlich eine verschwundene Großmutter aufgetaucht ist, die eigentlich schon seit 20, 30 Jahren tot sein müsste.
Und daran klammert sie sich und plötzlich steht alles unter diesem Zeichen und alles kommt eben in einen größeren Zusammenhang. Und da fügen sich dann eben auch die Fotos ein, die zuerst, glaube ich, schon so realistisch beginnen und man fragt sich irgendwie, okay, warum sehe ich da jetzt das irgendwie, die Wirklichkeit, die mir da beschrieben wird, was bedeutet das? Aber nach und nach verlieren diese Fotos ihr realistisches Moment und werden zu was Surrealem, indem eben die Fotos, die sie macht, meinetwegen nebeneinander gelegt werden und in diesen Fotos gibt es wiederkehrende Motive, sodass in dem Zufall sich Muster ergeben und irgendwas Schicksalhaftes. Was mich jetzt interessieren würde, ich habe im Buch nicht nachlesen können, wer die Fotos gemacht hat. Haben Sie die selber geschossen oder wie entsteht sowas? Ja, den Großteil habe ich tatsächlich selbst geschossen. Und die andere Hälfte ist teilweise Recherche aus dem Internet oder aus irgendwelchen alten Büchern, weil es geht ja in der zweiten Hälfte, geht es ja dann an den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Da gibt es sehr viele Fotos aus der Zeit und dann gibt es eben auch noch aus meinem Familienalbum so verschiedene Sammlungen, die da Einfluss nehmen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welches der Foto aus dem privaten Familienalbum ist. Das kann ich gerne erzählen. Also im zweiten Teil des Buches geht es um die Gründung eines Vergnügungspark-Imperiums in Russland zur Zeit des Zaren, also am Anfang vom 20. Jahrhundert. Und das gekoppelt an den Aufstieg einer großen Brauerei in Samara in Russland. Und das ist eine Geschichte, die tatsächlich aus meiner Familie stammt, wo ein Vorfahr von mir eben eine große Brauerei Anfang des 20. Jahrhunderts in Russland aufgezogen hat. Und da gab es auch verschiedene Fotos, die ich dann verwendet habe. Alles klar. Nochmal kurz zurück zum Buch. Sie haben es gerade schon angesprochen. Die Hauptfigur reist ja dann zu diesem Vergnügungspark, den sie eigentlich versichern soll. Was hat jetzt dieses Vergnügungspark-Ding auf sich? Ich habe in dem Buch den schönen Satz gelesen, Deutschland sei ein bisschen sowas wie ein großes Disneyland. Ja, Deutschland ist insofern ein großes Disneyland durch den Wiederaufbau. Also auch jetzt hier in Leipzig oder in München, wo ich herkomme, oder in Berlin gibt es ja auch diese aktuelle Diskussion Wiederaufbau des Stadtschlosses. Sind ja letztlich sowas wie die Rekonstruktion von historischem Material. Man hat Fassaden hochgezogen, hinter denen sich dann aber eigentlich hochmoderne Gebäudekomplexe befinden. Und insofern durch diese Fassadenwelt den Anschein des Historischen, des Althergebrachten ist Deutschland natürlich irgendwie sowas wie Disneyland, die Fachwerkhäuser, die wieder aufgebaut wurden. So, und sie kommt aber jetzt tatsächlich in so eine große Hallenwelt, wo in einer Halle wie hier sind verschiedene Städte nachgebaut in Russland. Also es gibt ein Nürnberg eben mit Fachwerkhäusern oder es gibt Venedig, so ein bisschen wie Las Vegas, nur eben unter einer Halle, in einer Halle untergebracht. Und das ist sozusagen die ultimative Fantasie eines Versicherungsvermittlers, dass man sich in einem Raum befindet, in dem alles kontrollierbar ist, in dem es auch Unglücke gibt, Katastrophen. Da gibt es immer wieder simulierte Erdbeben und alle laufen schreiend davon und dann kommt eine riesige Wassermasse auf einen zugestürzt. Aber es passiert eben nichts. Das sind alles Katastrophen, die keine tödlichen Konsequenzen haben. Und das ist im Prinzip die Funktion dieses Vergnügungsparks. Dankeschön. Ich habe Sie neulich den schönen Satz sagen hören, man macht was, was man nicht kann. Sie haben das in einem anderen Zusammenhang gesagt, mich hat das aber sehr begeistert. Ist das wirklich so? Gehen Sie so vor beim Arbeiten, dass Sie sich Dinge rausnehmen? Haben Sie da Angst zu scheitern? Nee, also auch nicht mehr als ein Forscher, der irgendwie halt an ein Naturwissenschaftler, der im Labor irgendwie forscht. Also das beschreibt das am besten. Also mich interessiert das einfach, Dinge zu erfahren, die ich noch nicht kenne. So wie jetzt beim Buch, vor diesem Buch, waren es die deutschen Schutzgebiete am Anfang des 20. Jahrhunderts, kurz vor dem Ersten Weltkrieg in Afrika. Das war ein Thema, was ich bis dahin nicht wirklich auf dem Schirm hatte und da habe ich mich reingearbeitet. Das war sozusagen mein Auftrag für das Buch und dadurch hat es mich dann auch fasziniert. Und genau so jetzt mit der Versicherungsbranche, mit den
die man mit den Augen einer Frau sieht, das sind Sachen, mit denen ich mich jetzt normalerweise wahrscheinlich nicht so beschäftigen würde. Und da habe ich mich dem, bei jedem Buch möchte ich so ein neues Projekt verfolgen, gemacht habe. Um nicht zu scheitern, hilft da gute Recherche? Also ich fand das nämlich sehr beeindruckend, dass Sie tatsächlich sehr viele Kleinigkeiten so genau beschrieben haben. Ist das so Ihr Vorgehen, um nicht zu scheitern? Jein. Also gute Recherche bedeutet eben nicht gleichzeitig ein gutes Buch. Ja? Also es gibt ja viele Kritiker in den letzten Jahren, die das gefordert haben, dass man als Schriftsteller irgendwie jetzt in die Stahlwerke gehen soll oder nach Afghanistan sich mit den Soldaten irgendwie da rumtreiben soll und dann ein Buch drüber zu schreiben. Aber ich glaube, das bedingt jetzt nicht unbedingt das, dass man dann gut darüber schreiben kann und eben auch ein gutes Buch hervorbringt, sondern es geht um das, was ich vorhin als den Realitätseffekt bezeichnet habe, dass man natürlich einerseits eine realistische Basis braucht und Fakten, die irgendwie stimmen, aber man darf sich von den Fakten jetzt auch nicht in seiner Fantasie beschneiden lassen. Und das ist immer so die Gratwanderung. Also mir geht es mehr darum, eigentlich, dass ich so einen Rahmen für mich entwickle, wo ich spinnen kann, wo ich mir ganz viel erfinden kann. Und dann kommen erst so die Fakten dazu. Okay, dass es ein gutes Buch ist, das wissen wir jetzt schon. Ob es auch gewinnt, den Leipziger Buchpreis, der in 1,5 Stunden verliehen wird, das wissen wir noch nicht. Wie hoch ist Ihre Aufregung? Jetzt gerade ist sie tatsächlich auf den Nullpunkt gesunken. Ja? Ich hoffe, vielleicht haben wir hier auch ein bisschen, konnten wir ein bisschen dazu beitragen. Ja, auf jeden Fall. Haben Sie noch eine kurze Lesestelle? Oder haben Sie schon Zeit noch? So 2 Minuten. 2 Minuten? Ja, habe ich. Eine Statistik. Die durchschnittliche deutsche Frau, die in den 1960ern geboren wurde und berufstätig ist, geht in ihrem Leben insgesamt 14.560 Stunden einkaufen und sitzt 864 Stunden beim Friseur. 67 Stunden hat sie Platzangst, 107 Stunden Angst, sich beim Barfußgehen einen Splitter oder eine Scherbe einzuziehen, 162 Stunden Angst vor Spinnen und anderen Tieren, 278 Stunden hat sie Angst davor, sich Fettflecken auf ihr Kleid zu machen. 304 Stunden hat sie Angst davor, dass jemand merkt, dass sie gepfurzt hat. 340 Stunden Angst vor Haarausfall. 365 Stunden Angst davor, dass ihre Frisur nicht sitzt. 420 Stunden hat sie Angst, schwanger zu sein. 422 Stunden davor, dass das Bügeleisen oder der Herd nicht ausgeschaltet sind. 432 Stunden hat sie Angst, das falsche Geschenk besorgt zu haben. 588 Stunden hat sie Angst davor, Krebs zu bekommen. 645 Stunden Angst, sich zu verspäten. 827 Stunden Angst vor einem Verkehrsunfall. Die durchschnittliche deutsche Frau, die in den 1960ern geboren wurde und berufstätig ist, hat 945 Stunden Angst davor, keinen Job zu finden oder ihren Job zu verlieren. 976 Stunden hat sie Angst, keine Kinder bekommen zu können. 1002 Stunden hat sie Angst davor, allein zu sein oder zu bleiben. 2190 Stunden hat sie Angst zu stürzen. 2666 Stunden hat sie Angst vor einer Erkältung. 4.899 Stunden Angst davor, dass ihrem Kind etwas passieren könnte, 5.361 Stunden zu dick zu sein oder zu werden, ca. 14.559 Stunden in ihrem Leben hat sie Angst vor dem Tod. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Vielleicht sollten wir uns das zu Herzen nehmen, wir machen uns viel zu viel Angst. Vielleicht, ja. Deutsche Frau an sich. Die deutsche Frau an sich, ja. Ganz zu schweigen von dem deutschen Mann, das ist ja nochmal ein ganz anderes Kapitel. Ah, okay, da reichen 24 Stunden gar nicht. Okay. So viel Angst um Haarausfall. Genau. Herr von Steinegger, schön, dass Sie bei uns waren. Danke. Uns bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen, also mir bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen, als Ihnen viel Erfolg zu wünschen. Nein, Erfolg haben Sie hoffentlich schon, aber viel Glück, genau, das ist das, was Sie jetzt brauchen wahrscheinlich. Und auch nicht zu viel Angst zu haben. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön, vielen Dank. Hier geht's gleich weiter. Unser nächster Gast ist Jaroslav Rudisch. Er ist gleich mit 2 Büchern bei uns.